Um wirkungsvolle und innovative Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Land Brandenburg ging es bei einem Arbeitstreffen mit Experten am 14. Juni in Ruhland. Die Zusammenkunft hatten Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski und der Chef des Handwerksunternehmens Expertbau Bad Liebenwerda Udo Andorf initiiert, um die Hochwasserbarriere, das von seiner Firma entwickelte variable Hochwasserschutzsystem, auch in Brandenburg noch bekannter zu machen. Auf dem Firmengelände in Ruhland steht die Hochwasserbarriere als Musterwand im Maßstab 1:1. Hier wird das System immer wieder getestet und weiterentwickelt. Die Innovation war im März diesen Jahres auf der Internationalen Handwerksmesse in München mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet worden und stieß dort auf großes Interesse. Bei der Hochwasserbarriere der Firma Expertbau Bad Liebenwerda Udo Anlauf handelt es sich um ein flussbegleitendes Hochwasserschutzsystem, das aus mehreren Komponenten besteht. Hauptbestandteile sind Fundamente und Barriereplatten aus Beton. Hinzu kommt Gummi als Abdichtung zwischen dem Fundament und den Barriereplatten und Holz als Abdichtung zwischen den Barriereplatten. Vervollständigt wird das System mit Stahlstützen. Ist das Hochwasserschutzsystem einmal installiert, verbleibt es vor Ort und ist jederzeit einsatzbereit. Im inaktiven Zustand dient es als Rad- oder Fußweg. Bei drohendem Hochwasser kann die Hochwasserbarriere in kürzester Zeit mit vor Ort verfügbarer Hebetechnik und minimalem Personalaufwand montiert werden. Die Barriereplatten werden auf Gummidichtungen in die Aussparungen der Fundamente gestellt und mit Füllhölzern untereinander verbunden. Mit steigendem Wasserpegel quellen die Hölzer auf und dichten das System nahezu vollständig ab. Bei einer Schauvorführung konnten sich die Teilnehmer des Arbeitstreffens von der Wirkungsweise, dem Auf- und Abbau selbst ein Bild machen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Hochwasserereignisse an Elbe und Elster bekam das Treffen mit Fachleuten aus Wirtschaft, Verwaltung und Finanzen einen zusätzlichen aktuellen Stellenwert. Das variable Hochwasserschutzsystem aus Elbe-Elster hat Potenzial und kann vielerorts eine interessante Lösung beim Schutz vor Hochwasser sein. Davon sind nicht nur Udo Anlauf und Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski überzeugt. Auch von den Teilnehmern des Arbeitstreffens wurde dies ausdrücklich bestätigt. Als nächster Schritt wurde ein Austausch von Vertretern des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz mit Fachleuten der unteren Wasserbehörde des Landkreises vereinbart, um danach mögliche Standorte für eine Pilotanlage im Landkreis Elbe-Elster vorzuschlagen.